Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit der vierten Episode von Road to World Cup. Und ja, heute spielen wir das Halbfinale. Soweit ich mich erinnern kann, ja. Fünf Spiele bis jetzt gemacht, fünfmal ungeschlagen. Bevor wir ins Halbfinale gehen, werden wir wie immer fünf Packs aufmachen und ein Asien-Upgrade. Jetzt sagen jetzt bestimmt viele, ey, das ist das Unnötigste von allen. Aber ich wollte ja als zweiten Versuch ein Asiaten-Team aufbauen. Und dafür habe ich einfach noch nicht genügend Asiaten. Plus, ich will den Run mit Hidetoshi Nakata machen, ja. Also ohne den will ich den Run erst gar nicht anfangen. Und da habe ich hier ein paar Duplikate und ein paar unnötige Low-Rated-Spieler reingepackt. Und ja, machen da erstmal ein Asiaten-Spielerset. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler man bekommt. Ich glaube, 3 Stück. Ich weiß, Asien ist nicht die allerbeste Entscheidung, das zu holen, weil da eigentlich kaum gute Spieler gibt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, man hätte vielleicht hier 5 Spieler geben können. Afrika 4, Europa dann nur 3 und Südamerika von mir aus auch nur 3. Also je nachdem, wie gut oder wie viele gute Spieler bei diesem Kontinent es gibt, hätte man vielleicht mehr oder weniger Spieler geben können. Ja, und ich habe jetzt auch ein neues Stadion ausgewählt. Danke nochmal, dass viele mich nochmal daran erinnert haben. Ich habe jetzt das Fischstadion genommen. Das soll anscheinend vom Schatten her und dies und das beste Stadion sein, habe ich online gelesen. Deswegen probiere ich das mal aus, mal schauen, ob es diesmal besser ist. Und dann würde ich sagen, Freunde, fangen wir an. Ich weiß nicht, machen wir zuerst das Asien-Spieler-Set auf? Ich glaube schon. Wir machen zuerst dieses Set auf und dann machen wir unsere 7,5K-Packs auf. Ah, ist nicht meine Leinwand. Deswegen, das ist schon ein bisschen bitter. Wir ziehen aber einen Japaner RM. Oh, shit! Es ist Honda, Digga! Ey, das ist nicht schlecht! Ohne Witz! Also, ich glaube, für das Asien-Team ist er schon einer der besten. Ko-Jae-Shul. Und, ja, der gehört nicht dazu. Also, wir haben 2 gute Spieler bekommen. Also, bin ich fast zufrieden, Freunde. Ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit diesem Pack. So komisch, wie es klingt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem ersten 7,5K-Pack an. Mal schauen, ob wir genauso viel Packluck haben wie in der letzten Folge. Es fängt schon mal nicht so schlecht an, ja. Erstes Pack ist direkt eine Leinwand. Frankreich, LM. Wer ist es? Martial, holy shit. Oh mein Gott. Ein OP-Spieler jetzt am Start. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit einbauen kann. Ansonsten kommt er direkt auf die Bank. Arias, auch nicht schlecht für unser südamerikanisches Team. Und noch ein Asiat, aber nur mit 69 Pace. Das ist nicht allzu gut. Aber Martial ist schon mal gar nicht so schlecht. So, und dann kommen wir schon zum zweiten 7,5K-Pack. Komm. Es muss einfach so weitergehen. Come on, let's go, yay. Yeah. Let's go. Nächste Leinwand wieder am Start. Come on. Brasilien. ZDM. Wer wird's? Holy shit, Fernandinho. Wieder ein guter Spieler. Also, entweder können wir als zweiten Run ein südamerikanisches Team bauen oder ein Asiaten-Team. Weil wir haben auch sehr viele Südamerikaner jetzt am Start. Muss ich mal gucken. Das wäre eigentlich auch interessant. Wir haben Bakker hier noch. Nicht schlecht. Pizzi. Und ein Crespedes. Aber Fernandinho ist echt nicht schlecht. Also 84er Rating und sehr geile Stats, muss man sagen. So, dann kommen wir ja schon zum dritten Pack. Drittes Pack für diese Folge. Mal gucken. Ob wir wieder was Gutes. Ah, diesmal ist keine Leinwand dabei. Schieß. Jesus Christ, das ist natürlich nicht so gut. Es ist Fernandes 72 Rating, also ja, das ist natürlich eher mau, dieses Pack. Nakamura haben wir dafür, also unser Asiaten-Team ohne Scheiß wird besser und besser. Also mal gucken, also ich lasse vielleicht nochmal abstimmen am Ende von diesem Run, ob wir ein südamerikanisches Team bauen oder ein Asiaten-Team. Dann würde ich sagen, gehen wir ins vierte Pack. Viertes 7,5K-Pack, come on, yay. Du kannst noch was raushauen, come on. Let's go. Leinwand ist da, come on. Wer wird kommen? Wieder Frankreich. RM diesmal. Thomas? Ja, ich glaube, ich habe den schon. Ja, den habe ich schon. Nicht so gut. Ja, nicht so mega gut. Ansonsten Guardado. Ja, nicht schlecht. Ja, und ja, der Rest ist. Brasilianisches Trikot ist aber auch nicht schlecht. Ja, aber okay, dieses Pack. So, jetzt kommen wir eventuell zum letzten Pack. Wenn das Pack scheiße ist, ja? Wenn dieses Pack scheiße ist, dann mache ich ja wahrscheinlich noch ein Pack auf. Wir haben ja keine nicht mega feste Regeln. Ich kann es ein bisschen biegen, ja? Ist okay, wenn ich dann hier vielleicht noch ein Pack aufmache danach. Mal gucken, wer hier noch rauskommt. Come on. Portugal.
Torwart. 85er Patricio. Also der kommt dann erstmal in unsere Startelf. Also 85 Rating klingt sehr, sehr gut. Der kann dann erstmal Button ersetzen. Das ist nicht schlecht. Cortado auch noch am Start. Nicht schlecht. Also unser Asiaten-Team und unser südamerikanisches Team wird besser und besser. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Pack auf. Komm, ein letztes Pack, das sechste Pack für diese Folge, dann reicht das auch. Paar gute Spieler wieder gezogen. Na, not like this, Freunde. Also es muss schon eine Leinwand sein. So können wir das nicht beenden. Ist es Morning vielleicht? Ne. Oh Gott, 50 Pace, Digga. Eieiei, den kann man nicht direkt wieder abgeben. Ein Pack machen wir noch auf. So, Freunde, letztes Pack, wirklich letztes Pack. Es muss aber eine Leinwand sein, come on. EA, es muss eine Leinwand sein. Let's go. Letztes Pack für diese Folge. Wer wird hier noch rauskommen? Deutschland? LV? Ist Hector? Ah, den habe ich schon. Also, es fehlt irgendwie noch so ein Megakracher. Ja? Irgendwie so ein Megakracher kommt hier noch nicht. Aber ist okay, Freunde. Also, Drinkwater. Bin gleich zurück, wie ich das Team gebaut habe. So, Freunde, wir sind zurück. Und das Team, wie ihr seht, hat sich nicht viel verändert. Wir haben Patricio jetzt ins Tor gestellt. Er war auf jeden Fall leicht besser als Butlin von den Stats her. Und danke für den Tipp. Ja, man kann so sagen, die Verbrauchsobjekte von Ultimate Team mit in den WM-Modus reinbringen. Und ich habe es aber diesmal vergessen, einen Mittelstürmer zu ZOM-Karte zu kaufen. Dann spiele ich erstmal weiter mit Griezmann. Wir haben auf jeden Fall für die Auswechselbank nochmal Martial reingebracht. Der ist auch sehr, sehr nice von den Stats her. Und ja, das Team hat sich jetzt nicht großartig verändert, aber ich bin eigentlich auch zufrieden. Also ich bin echt mit allen Spielern zufrieden, außer vielleicht Ox könnte leicht besser sein, Linksverteidiger könnte ein bisschen schneller sein und Torwart ist jetzt auch besser. Also Innenverteidigung bin ich ganz zufrieden, Rabiot ist ganz gut, vorne ist ganz gut und ja, Okocha ist eigentlich auch decent. Also bis jetzt ist es in Ordnung, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir im Halbfinale gewinnen können. Und dann ins Finale einziehen, ja, das wäre natürlich nice, ungeschlagen, direkt, erster Versuch, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. So, Freunde, der Halbfinalgegner, mal schauen, was für ein Team er hat. Fünferkette mit Plonk, mit Attributen, Courtois, Vardy, Party, Lukaku, Goretzka, Iniesta, Kimmich, also es sieht schon sehr, sehr nice aus. Müssen wir mal gucken, wie er spielt, also ich habe mal bis jetzt gegen keine Fünferkette gespielt, aber ich glaube, das können wir auch noch lösen. Wir haben ja unseren super Duo vorne, Henri und Aguero. Ah, nicht gut von Okocha. Ah. Komm. Oh. Hol den Ball. Ach Gott. Das war viel zu einfach, Mann. Ich muss auch sagen, ich bin uneingespielt, aber es sollte keine Ausrede sein, so ein einfaches Tor zu kassieren. Die Abwehr ist immer noch unser Problem, ein großes Problem haben wir in der Abwehr. Wir brauchen da bessere Spieler. Alter, ist ein Courtois und Crack, Alter, mit der Attributskarte. Oh mein Gott, Alter. Thierry Henry, so ein Game Changer. Eine kurze Bewegung war da weg, der Varane. Und damit links in die Ecke. Oh, Antoine Griezmännchen, Alter. Ich muss sagen, ich bin nach dem ersten Gegentor auch auf defensiv gegangen, damit der halt nicht mit seiner Fünferkette kontern kann. Gar keinen Bock drauf. Also wenn der vorne nur zwei, drei Männer hat, dann gehe ich auf Defensiv und dann ist es viel schwieriger für ihn durchzukommen. Und hier mit einem Hammer-Shot, Alter. Guck mal, der Griezmann hier einfach mit dem linken Fuß. Boom! Außenriss. Digga, dieser Rechtsverteidiger. Oder Linksverteidiger. Ja, Rechtsverteidiger fuckt mich langsam ab mit seinen Fehlpässen. Passt viel zu spät und dann kommt in die falsche Richtung. Dies, das, anderen, nass. Einfach stehen gelassen, der Kuhn. Kuhn Aguero. Oh, das ist ein Rage Quit, Freunde. Das ist leider, glaube ich, ein Rage Quit Reno. Ah, Bruder, mach das doch nicht. Hoffentlich wechselt er nur Formation. Also, ich will nicht, dass er Rage Quittet. Hab doch gerade so viel Spaß, Freunde. Also, ich bleib dabei. Dieses Gameplay beim WM-Modus ist saugeil. Also, diesen. Habt ihr gesehen, das 2-1 von Henri?
und auch von Arero diese kurze Finte, das kann man beim normalen Modus mit diesem scheiß delayten Gameplay gar nicht machen. Und ich glaube, er bleibt im Game. Nice. Virgin Maid, schreibt er mir. Hat mich extra gewettet, um mir zu schreiben, dass ich eine Jungfrau bin. Läuft bei dir, Bruder. Schieb das doch nicht auf alles Mögliche, wenn du nicht spielen kannst, Digga. Du spielst fucking Fünferkette. Also, wer da eine Jungfrau ist, weiß ich auch nicht, Alter. Nein! Glück gehabt! Karma, Bruder, Karma! Let's go, Burner, der Burner, Junge! Boom. Ah, schade, Mann. Komm, Jominson, mein Gott. Alter, mit der Hacke, Junge. Au, Alter, Mann. Fast auseinandergenommen. Auseinandergenommen. Und weißt du, was du da bekommst? Ich kann dich nicht hören. Ein fucking Dab. Okay, das ist ein bisschen provokant, aber Freunde, ey, wenn der mir so eine Nachricht schreibt, muss man auch ein bisschen antworten. Ich antworte nicht hier mit Nachrichten schreiben, Junge, oder sowas. Ich antworte mit gutem Fußball hier und schönen Toren. Also, ja, Freunde, da wissen wir doch, was seine Antwort ist. Ein Rage Quit. But just play some decent food, FIFA, not this 1-2 shit. Ja, Freunde, aber es ist OP, Mann. Und du spielst eine fucking Fünferkette. Wie soll ich sonst an dir vorbeikommen? Denkst du, ich kann da jetzt dribbeln und was weiß ich? Ja, hier noch einen fucking JJ Okocha-Trick machen oder was? Nein, ich mache One-Twos, um da vorbeizukommen. Ist halt OP und was ist daran verboten, ne? Du spielst auch eine Fünferkette. Kann ich auch ihm schreiben, ey, ich spiele keine Fünferkette. Also, Freunde, 2 Tore Henry, 1 von Aguero, 1 von Griezmann und dann, ja, hier seht ihr die Torvorlagen. Sehr gut wieder gespielt, würde ich sagen. War, ja, ein okay Gegner, aber wie ihr seht, hier von der Statistik her, haben wir ihn eigentlich, ja, an die Wand gespielt und stehen somit ungeschlagen im Finale, meine Freunde, im Finale. Also, nächste Folge können wir ungeschlagen das Finale gewinnen und man muss sagen, wir haben meistens ein schlechteres Team, leicht schlechteres Team, bei dem Gegner ist jetzt nicht, aber weil ich jetzt sehr langsam angehe, habe ich ein bisschen schlechtes Team, aber eigentlich ist es auch nicht schlecht. Wie gesagt, Linksverteidiger könnte besser sein, vielleicht noch einen besseren ZM, Rechtsverteidiger könnte ein bisschen besser sein, aber Rest bin ich zufrieden. Henry, das ist das Problem, wir haben zwar Werner, aber es wird schwer sein, ihn zu ersetzen, wenn der weg ist. Und dann würde ich sagen, machen wir noch das letzte Pack hier auf, hier von hier den Einspieler-Set. Können wir nochmal eine Leinwand ziehen? Das wäre natürlich sehr, sehr nice, aber ich glaube nicht, genau, ich glaube nicht. Und wisst ihr was, ich bin so packsüchtig. Wir machen noch ein 7,5k Pack zum Abschluss auf. Irgendwie habe ich Bock drauf. Ihr kennt das bestimmt auch. Also diese Packsucht packt einen einfach, ja. Was soll ich da sagen? Ein letztes Pack. Hier ist so schön zum Abschluss. Keine, natürlich nicht mit FIFA Points, sondern mit FIFA Münzen. 7,5k Pack wird aufgemacht. Let's go da. Also nochmal eine Leinwand, korrekt. Wen sehen wir hier? Nächstes Mal halten wir es aber ein, dass wir nur 5 Packs aufmachen. Ist es Ibrahimovic? Nein. Oh, ein fucking Troll, Alter. Fucking Berg, Alter. Geh mir aus den Augen, Junge. Wenn ich ein Spiel spielen lasse, dann Ibrahimovic. Ja, wieder nicht das beste Pack, muss man sagen. Ne? Das ist nicht das beste Pack. Also, ich weiß nicht. Schreib mir mal in den Kommentaren, habe ich eher schlechtes Packlack oder ist das schon gut, was ich hier ziehe? Also, ich denke, vielleicht eher schlecht. Aber, ja, wir sind trotzdem im Finale, Freunde. Wir sind im Finale und nächstes Mal halten wir es ein, dass wir nur 5 Packs aufmachen. Tut mir leid, dass ich diese Folge wieder so viele Packs aufgemacht habe. Ich glaube, 8 Packs habe ich aufgemacht. Ach, diese Packsucht, ihr kennt das doch. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.